forget this day. I'm gonna throw my memories away. Now I feel I'm done, and I'm cursed by every day till my time is gone. I've never felt this way before, and now I know this all for sure. I won't forget your last betrayal. Moin! Servus! Wunderschönen guten Abend, Freunde. Hier geht's hier im Weekend Series. Wieder am Programm. Auf Laguna Seca. War gespannt. Auch gestern Abend schon gehabt. Heute Abend schon wieder. So, ich hoffe, euch geht's natürlich gut, das ist klar, ne? So. Guck mal, die Mucke aus hier. Weil wir brauchen im Hintergrund, ich brauche noch ganz kurz das Ranking. Split A haben wir auf dem Schirm. Da sind wir gleich zu Hause. Dilettanten, wunderschönen guten Abend, grüß dich. Eiffelblade Sophie, moinsen. Wie geht's dir? Schön, dich zu lesen. Dieter, wunderschönen guten Abend, grüße. Heute ist irgendwie nicht viel los. Nato, mal gucken. Pascal, wunderschönen guten Abend. Grüß dich, mein Lieber. Ja, Ranking muss ich euch eben in der Hauptszene dann zeigen. Das ist nicht das Problem. Gucken wir mal. Im Hintergrund fahren sie natürlich schon. Hier die Bubis, oder? Cool, oder? Wohl eine kleine Veränderung. Mortel, herzlich willkommen. Wunderschönen guten Abend. Anne auch dabei. Moinsen. Ja, muss. Muss ist immer gut. Muss klingt immer so ein bisschen gezwungen. Kenn ich von dir gar nicht. Jetzt wäre so Autokamera wäre jetzt cool, oder? Könnte man nämlich im Hintergrund ein bisschen laufen lassen. Geh locker ein wenig erzählen und so. Passt. Master Madden, moinsen. Mostan, grüße dich, Namen Benny. Und grüße euch alle anderen. Yeah. Seid auch schon so im Wochenendformat unterwegs, wie ich gedanklich. Also ich bin sowas von... Hardcore-Woche. Absolut harte Woche hinter mir und ich habe eigentlich gar keine Lust mehr. Heute haben wir daheim gekommen und eigentlich nur noch das Gefühl gehabt, so das Empfinden, so, weißt du, legst dich ab. 3 Monate durchschlafen, Winterschlafvorbereitung, nenn's wie ihr wollt irgendwie, aber ich fühle mich gerade echt wieder so richtig ausgebrannt und ausgelaugt. Aber kriegen wir hin. Flo, moinsen, mein Lieber. Digga, wo ist denn da los? Oh ja, die fahren halt da. Wir fahren jetzt so in der Perspektive, Digga. Ganze Rennen. Nee, Quatsch, machen wir natürlich nicht. Haben noch 5 Minuten Zeit bis zum offiziellen Quali-Start. Björn Tobo, herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend. Dann kicken wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Der eine hält fest, der andere lässt nicht los und dann ratzfatz sind wir fertig und dann geht's ins Ranking rein. Aber Split A, ey. Die Midnight Crew sind ja total sowas von. Ula, danke. Sowas von weit vorne. Das nennt sich, ihr kennt ja Kaffee to go, ne? Kaffee to go musst du dir holen. Kaffee to bring ist das, was ich gerade gekriegt habe. Dankeschön. Genau, 5 Minuten lang geht's los. Vollkommen richtig, Pascal. Daumen sehr gedrückt. Ich habe erfahren, im Fest steht heute auf Thundertech-Technik. Heute Abend als Premiere. Sehr geil. Hat der Minkiller wenig geholfen mit der Settings? Ja, das Thema ist zum Glück bei mir vom Tisch ab dem 1.10. Master Madden. Da wird's dann tiefenentspannter. Da kräht kein Haar danach, wenn ich morgens um 7 oder um 8 noch in der Koje lieg, weißt du, ich mein? Das ist total tiefenentspannt. Wenn ich um 9 anfange, fange ich um 9 an. Wenn ich um 6 in der Früh anfange, fange ich um 6 in der Früh an. Das ist vollkommen wurscht. Deswegen, ich habe jetzt auch kein Greenscreen hinter mir drunter, das... Egal. Ich habe jetzt gerade 2 Stunden schon hinter mir. VCL haben wir gerade gemacht im Rahmen der F1 2020. Wie gesagt, ich bin ziemlich platt, aber kriegen wir hin. Wunderschönen guten Abend. Moinsen, Sub-Zero, gute Shadow of Storm, moinsen. Wo ist denn Susi? Susi am Schlafen oder was? Vor allen Dingen, Freunde, wenn ich unbedingt mal wieder sehen möchte hier im Chat, im Stream, ist der Kollege Sid. Wo ist denn der Sid abgeblieben? Nicht, dass dem irgendwas passiert ist und kein Mensch weiß, was so nach dem Motto und der Sid ist hier, ne?
Herr Zwerg, wunderschönen Abend, grüße dich, moin. Nino, willkommen zurück. Schlafrhythmus ist bei mir sonst wo. Ah, okay, okay. Wurde geholfen, perfekt, wunderbar. Ansonsten hast du natürlich auch, weißt du ja, Pascal, wenn irgendwas ist, kannst du auch zu mir kommen, kannst du auch sagen, ah, helf mir mal, helf mir mal. Die Geier wieder hier, weißt du, wie ich meine? Ja, warte mal, lass mich mal selber probieren. Nein! Paddy! Witzbold. Ein Sound fängt immer mit Ausrufezeichen Sound an. So, wie sie hören, hören sie nix. Warum höre ich denn den nicht? Ich wusste es, dass es nicht funktioniert. Aber ich weiß nicht warum. Oder habe ich den deaktiviert? Warte mal. Warte mal, warte mal, haben wir da gleich, warte mal. Wo ist denn das Ding? Boah, Digga. Ich habe zu viel Monitore, ich habe zu viel Bildmaterial, ich habe zu viel Sachen im Kopf. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo links und rechts ist. Oida, da ist es doch. Bye-bye, Cap, moinsen. Nö, absichtlich so. Wir haben noch 2 Minuten, bis wir in die Hauptszene reingehen, Digga. Nein. Der ist aktiv. Warum funktioniert der nicht? Du, 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 du. Warum funktioniert der nicht? Warte mal, lass mal einen anderen probieren. Digga, willst du mich jetzt hier veräppeln oder was? Die komplette Geschichte ist doch. Die ist doch aktiv. Warum funktioniert das nicht? Tossi, WB. Chatbefehle. Ja? Der Sound ist drin? Benutzer definiert. Mach's gut, Pascal. Bis später. Viel Erfolg. Und die Sounds sind aktiviert. Verstehe ich nicht, warum das nicht funktioniert. Ich höre gar nichts. Bubi, moinsen, mein Lieber. Wunderschönen Abend. Grüß dich, Digga. Ich kann es dir gerade nicht sagen, Sub-Zero. Ich weiß nicht, woran es liegt. Die Sounds sind alle aktiv. Der komplette Jingle ist auch aktiv. Das Quali-Start, oder was? Katastrophe. Ich war 2 Minuten, können die warten, die Jungs. So, da sind wir in der Hauptszene, Freunde. Achso, warte mal. Stopp. Warte. Jetzt pass auf, jetzt probieren wir das nochmal. Es kann sein, dass es nur in der Hauptszene funktioniert. Weil ich das so eh nicht stellt han. Also auf Cooldown. Klar, logisch. Logo! Das Ding ist auf Cooldown. Der Tobi-Sound ist bestimmt auch auf Cooldown, weil dann hat Tobi ausgelöst. Der Tobi-Gerätschi. Der Tobi-Gerätschi. Der Tobi-Gerätschi. Boah, ist der laut, meine Herren. Tobi! Du bist da, Digga, du bist angekommen. Also, Moment warten und dann, geht auch der MC-Sound. Ausrufezeichen, Sound, Leerzeichen, MC, wenn der Cooldown abgelaufen ist, Freunde, dann in den Chat gehämmert. Dann hoffe ich, dass es nicht ganz so laut ist. So, Quali ist am Start. Ja, Digga, ich weiß schon gar nicht, wo ich das eingestellt habe, Digga. Haha. Man musste warten, Freddy. Ubi Gerätschi. Ja. Ist teuer, weil er auch 18 Sekunden lang ist, Digga. Oder 17 Sekunden. Der muss ein bisschen was kosten, Freddy, weil sonst hörst du den nämlich alle gefühlte, alle 70 Sekunden. Der muss ja auch nicht sein, weißt du, wie man. Immer noch cooler. Darius, moin, Digga. Grüße, wunderschönen Abend.
Ja. So, Männers, Mädels, Bubels. Wir starten mal. Ranking. Also, Split A. Ihr seht's, Midnight Crew Nr. 2 führt das Thema an mit 754 Punkten. Midnight Crew 1 dahinter auf P2 mit 718 Punkten. Dann haben wir die Impro Motorsports mit 640 Punkten. Lead Lab eSport Racing, abgekürzt LESR, mit 609 auf der 4. 607 hat Dirty Old Bastards, die Black Varianten der Kollegen MBL Lemuren auf der 612er Punktenschiene. P6, Devils Racing, die Höhlenfürsten. Nein, das heißt Höllenfürsten. Ah, okay. Sind keine Höhlenwanderer, nein, sind Höllenfürsten. 574 haben sie inne auf P7. Also, das ist das Thema hier im vorletzten Lauf der EGTM Weekend Series im Bereich des Split A, Freunde. Heißt also, heute und nächste Woche am Wochenende sehen wir nochmal die Kollegen im Split A. Dann ist das Thema die laufende Season der EGTM Weekend Series auch schon wieder geschafft und vom Tisch. Ja, Darius, ich kann mich nicht beschweren. Danke der Nachfrage. Ich hoffe, bei euch passt es auch soweit. Mac, herzlich willkommen. Wunderschönen guten Abend gewünscht. Deswegen kostet er 500 Methyl, weil das Ding gefühlt eine halbe Ewigkeit dauert. El Boletto, moin Sie mal lieber. Wo ist denn jetzt eigentlich der Master of Mechanic? Ehrlich? Na, dann passt's ja. Jo. Paul, wunderschönen guten Abend, grüß dich mal lieber, Digga. Moin. So, jetzt lass mich mal bitte hier, ich komm schon total überhaupt nicht mehr zu nix mehr hier. Was ist da los hier? Also, Pascal, Polezeit, 17.019 von ihm gezeigt. Ergo, wir haben auf der 2 Nukel, den DOB-Piloten im Tazda Mensa, Quatsch, Mazda Tensa hat er gesagt, auf der 2 mit einer 17.394. Wir sind auf Laguna Seca zu Hause, jetzt auf P3. MC Kevin war schneller gewesen, 17.232 von ihm. Benz vom Impro Motorsport Team auf 4 mit 17.580. Dann haben wir den Teamkollegen Holz dahinter auf der 5, der hier mal schön weit geht. Kommen wir da raus aus der Wiese, bitte. Aus dem Kiesel B4. Dankeschön. Holz also auf P6 mit 17.690. Wer hat sich da vorne hingeschoben auf die 2? Kein anderer wie Tipsy. Ford Mustang vom Lichtler eSport Racing Team mit 17.215. Neuer Zweiter auf der Position. Christoph auf der 7. Teamkollege ein bisschen weiter vorne unterwegs. Christoph auf 7 fuhr die 17.866. MP Midnight Crew selber, da ist er der höchstpersönlich, der Herr von und zu, der das angeleitet hat, dass ich da noch den MC-Jingle mal einbaue. MP Midnight Crew auf der 8 mit 17.958. Im Audi 8 unterwegs, Benny T80. Auch der Kollege hat schon Nike geschrieben gehabt, der Namensvetter. Auf P9 mit 18.214. Der mit dem Porsche RSR unterwegs. Ben hier, der Teamkollege von meiner 1 und noch Namensvetter auf der 10. 18.513 im Aston Martin. Sven, der Teamkollege von Ben von MBR, Monkey Boys Racing 18565 auf Position 11. Taximento, umgekehrt Maxi Cento auf der 12 mit 19507 im Ford Mustang. Ich weiß, da geht aber noch einiges. Der Maxi hat sich da also ein bisschen ins Boxhorn jagen lassen. 17019, das momentan die Richtlinie vom Pascal in den Asphalt gebrannt. Die es zu schlagen gilt. Schauen wir mal, wann wie wo es den Kollegen gelingt. Nukel auf 4. Höhere Differenz aus Sicht vom Teamkollegen von Christoph. Quali-Format läuft. Nee, wir haben heute die Devils, glaube ich, nicht mit dabei. Genau, ja. Import Freak, moin Sie mal lieber. Stans, good evening. Nice to see you again, bro. Hope you're fine this evening. Whoop, Party Go, Midnight Crew. You do my new team. Ehrlich? Sinil Opi, wunderschönen guten Abend. Grüße dich. Was, die Devils haben sich aufgelöst? What? Echt jetzt?
Oh, Digga, das habe ich auch gar nicht mitbekommen. Überhaupt nicht. Holz stellt eine neue Zeit auf. Holz zieht vorbei an seinem Teammate. Neuer Fünfter. 17-5-7-1. Scheibenkleister. Titus, wunderschönen Abend. Grüße dich. Titus, lange nicht mehr gesehen. Digga, wie geht's dir? Das liest man gerne. Das liest man gerne. Tipsy in der Box, holt sich einen Satz neue Reifen ab, tankt ein bisschen Sprit nach. Knapp 9 Minuten haben wir noch zu gehen hier im Quali-Rahmen. Sehr schön. Maxi Cento auf 8. B12 ist normalerweise nicht die Position, die ein Maxi Cento ganz gerne einfährt. Deswegen 17667. Angekündigt, dass noch was kommt und es kam was. Nukel verbessert sich zeitlich, aber es bleibt bei P4. Verbesserung auf 17292. MP Midnight Crew auf P5. Sehr schön. 17414. Da geht was. Da geht was. Wird dann noch eine Runde durchziehen? Ich hoffe mal ja. Wir gehen mal kurz onboard rein. Nein, er zieht nicht durch. Schade. Franzi, wunderschönen Abend, grüß dich. Links an den Bob-Check. Bob. Wo ist eigentlich der Dom wieder, verdammte Axt? Immer wenn ich den brauche, ist er nicht da. Ist wieder typisch. Ich verhandle noch. So, wir hatten da 498. Der Atenza. Passt. Upp, upp. Wo ist denn der 2.8? Da, 1176. Passt. 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 Wunderbar. Upp, klick, klick, klick. 17019. Geht da noch eine 16er Zeit? Komm, Pascal, zeig mir, dass du es kannst. Boxenrunde ist beendet. Nächste Hotlap gestartet. Aus Sicht von Pascal. Und dann fahren wir hier halt mal eine Runde mit. Ey, nicht, dass jetzt hier Teamverhandlungen starten innerhalb vom Streamchat, oder? Wobei auf der anderen Seite wäre es ja gar nicht mal so verkehrt, weil da ist relativ viel Material zusammen mit Fahrer- und Teamsicht, ne? Gabel, du Spinner, du schreckst mich doch nicht so, Mensch. Digi, wunderschönen Abend, Kuss geht raus, fettes Merci für den T1-3-Sub, willkommen zurück im 7. Monat. Boah, ich bin jetzt gerade richtig erschrocken, ohne Witz. Es wäre wegen Schichtarbeit, okay? Ja, Schichtarbeit ist immer schwierig. Weiß ich. Bin ich bei euch. Scooter! Nein, das wird... Jawohl, das wird sie. Hammer, ich hätte es gedacht, passt nicht. 16786, da ist sie. Ich hab's angekündigt, 16er Zeit, wer mal weiß, und Pascal hat's präsentiert. Torsti, vielen, vielen Dank für den T1-Sub. Kuss geht raus. Vielen, vielen Dank dafür. Willkommen im Club. Viel Spaß mit den Emoticons. Weiß jemand, ob man sich für das... ich glaube noch nicht... Ich glaube, das war doch jetzt auch gerade erst ein GTEC-Event, genau. Das wird noch ein Momentchen dauern. Ja, der Kevin. Der Kevin. 16671. Eine Zehntel schneller, wegen mehr. Krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber wir wissen ja, auch ein MC Kevin. Nein, nur weil er MC vorne dran hat, kannst du den trotzdem mit beim McDrive bestellen. Den kann man nicht essen, den Kollegen. MC Kevin also auf der 1 mit 16671. So, jetzt müssen die Jungs auf jeden Fall nachlegen. Tipsy auf 3. Entschuldigung, TFSI. TFSI hast du ja. TFSI, ne? Die Aggregation. Benz hat das Thema voll übertrieben, weil der ist nämlich wirklich sowas von leer. Ja, jetzt ist der Motor gefühlt aus.
80 km/h, Slow-Mo Format. Nein, der hat Platz gelassen. Der hat Platz gelassen. Aber der wird jetzt gleich ausrollen, definitiv. Ja, ist auch der Fall. Aber trotzdem, Benz auf der 4 mit 17,266. Maxi Cento auf der 5 mit 17,289. Also auch da ging noch was. Nukel, 17,292 in Runde 5 gefahren. Jetzt hat er 16,9. 16,941 vom Nukel. DOB also dezent mal. Der Österreicher das Ding, den Mazda Tensa auf der 3 abgestellt. Sehr schön. MP Mittenreichlo 7, 17,414. Holz auf 8 mit 17,533. Christoph auf 9 in Runde 2, die 17,866. Seine persönlich beste Qualizeit bis dato. Was haben wir noch? Etwas mehr wie 3,5 Minuten verbleibt. Benity 80 auf der 10 mit 17,911. Ben dahinter auf der 11 mit 17,953. Komm, da geht was, Ben. Das sind nur 42.000. Sven ist in der Box. Nochmal kurz. Auf Toilette oder so. 18,565. Frontschaden. Ist doch noch beständig. Ja, der ist auf jeden Fall kurz von der Konsole weg. Definitiv. Benity 80 verbessert sich zeitlich. P8 17,447. Für den Teamkollegen vom Pascal seitens der Midnight Green Porsche RSR. Thomas Brandl, moinsen. Ja, du, das hängt damit zusammen, Thomas, du kannst das hier nicht vergleichen. Wir sind ja hier in Gran Turismo Sport unterwegs. Wir fahren ja hier innerhalb von der EGTM Weekend Series mit einer eigens angefertigten BOP. Ne? Das heißt, die Autos haben mehr Leistung. Ja, die haben ein ausgeglichenes Leistung- und Gewichtsverhältnis, was definitiv höher ist wie die Standard, in Anführungszeichen, die standardisierte BOP. Das erklärt es, warum hier einfach deutlich brutalere Zeiten gefahren werden können. Ne? Ich meine, das siehst du auch, wenn du jetzt hier mal reinschaust, guck dir an, wie die Jungs hier teilweise durch die Kurven schmettern können. Mit wie viel Überschuss und wie der schau dir den Kilometerzähler an, wie der hochrennt, das ist Wahnsinn. Ja? Also deswegen kein Vergleich im Normalfall zu dem, was man sonst kennt aus dem Simulationsbereich. Aber es ist cool, es macht Spaß, definitiv. Wunderschönen guten Abend, der Röni, moinsen. Herzlich willkommen auch an Campi. Wunderschönen guten Abend gewünscht. Das habt ihr jetzt, glaube ich, gehört. Ich habe mir jetzt mal schön dezent den Kaffeepott voll in die Kauleiste gezimmert. Gerne, Thomas. Dafür sind wir ja da. Echt? Dann hat's Mikrofon weggeschaltet. Gott sei Dank. Der Löffel war eben gerade danach, ja. Ihr wisst ja, ich habe ja sonst keine Zeit, ne? Also müssen wir halt auch mal während des Streams irgendwie kurz essen. Ist gerade so ein bisschen Kartoffeln mit Möhrchen, mit Erbsen, Reis und Garnelen. Entschuldigung, Scampis. Benz die 17072 auf P4. Achso, Tobi, Entschuldigung, Gabel. Wenn du noch da bist, Digga, du kannst dir, ich weiß nicht, doch, der Sven hat es, glaube ich, gesehen. Ich habe dem Sven das Logo-Pack rübergeschickt gehabt. Ich hoffe, dass er weiß, wie er aus dem PDF-Dokument, also auf der PDF-Datei, das Ganze extrahieren kann. Ja? Ja? 16,724. 53.000stel war er langsamer gewesen. Overtime ist am Laufen, Freunde. Quali-Session offiziell beendet. Lila unterwegs, der MC Kevin. Und das im letzten Sektor. Oh, ist der flott. Oh, ist der flott. Jetzt muss er es nur noch über die Linie bringen. Ja, habe ich ja eben erwähnt. Campi. Nein! 3000stel war er langsamer.
Schade. Die 0,115 Sekunden hat er also im Sektor 3 nicht umsetzen können und halten können. Im Audi 8, der MC Kevin. Trotzdem, brutale Zeit, definitiv. MC Kevin also auf der 1, Pascal auf der 2. Frontschaden bei Nukel, das Thema ist aus durch, aber trotzdem P3, tolle Leistung. Benz mit P4, 17,0 auch super unterwegs. TFSI auf 5 mit 17,215. MP Midnight Crew auf der 6, noch im letzten Moment verbessert. Auf diese sechste Position mit 17,283. Maxi Cento auf 7, 17,289. Holz auf der 8 mit 17,388. Auch hier gab es noch eine kleine Verbesserung. Vanity 80 auf 9 mit 17,447. Christoph auf der 10 mit 17,751. Ben dahinter auf 11 mit 17,953. Und Sven auf der 12 mit 18,565. Alles gut, mir geht es nur darum, Gabel, dass er das halt verwerten kann, dass er es verarbeiten kann, das Material. Nicht, dass er da Probleme hat mit der Staffelung, mit dem Entpacken in Anführungszeichen. Richtig knappe Abstände, Cybercap. Ja, aber so sind wir das ja gewohnt, so kennen wir es ja auch von der EGTM, oder? Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Was hast du geschrieben? Eine Woche ist er jetzt im Urlaub. Sehr schön. Quali ist beendet. Quisa, wunderschönen guten Abend. Dich hätte ich fast überlesen. Natürlich nicht meine Absicht. Herzlich willkommen, mein Lieber. Sophie, wo ist der Kollege Dutchmin? Kommt wahrscheinlich sowas wie, der ist arbeiten. Ist immer ganz bitter. Ich will ständig auf die falsche Tastatur hören, Mann. Das konnte doch nicht sein, hey. So, Rennstart, Freunde. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht. Das ist Shit Ebert. Gleich mal in die erste Kurve rein. Ey, Wahnsinn. In die erste Kurve mal. Gleich mal voll reingehalten hier. Das Bubi. Bei Pascal, jawohl, ist safe. Wie gesagt, Kontaktsport. Ist ja Motorsport im lockeren Sinne. Wenn du es übertreibst, hast du ein ganz anderes Problem. Benz auf der 3. Mempi Midnight Crew auf der 4. Holz auf 5. Was ist denn das jetzt für eine komische Kameraführung? Können wir die nicht ein bisschen weiter? Danke. Holz auf 5. Hängt am Getriebe von seinem Teamkollegen. Außenrum ist Mempi Midnight Crew am Fahren. Und beide, alle drei, sind sie da am Bearbeiten von Pascal. Und jetzt kommt der erste Hecktänzler. Pascal geht weit raus. Nukel auf 5. Pascal letzter auf 12. Schauen wir kurz nach. Ich weiß nicht, ob er den Treffer bekommen hat. Ah, das sah ganz komisch aus. Das sah ganz, ganz komisch aus. Oha. Evela ist aber hier jetzt vorne rechts die Aufhängung, Kernschrott sowie die Frontpartie. Wir gucken nach, was ist passiert. Da ging es weiter, es geht bergauf in Richtung Corkscrew. Diese absolute Höllenschikane hier auf Laguna Seca. Da ist schon gelb. Da muss es also gerumst haben. Ah, nein, 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 nein. Der Benz kam da auf der rechten Seite zurück auf die Strecke. Pascal keine Möglichkeit mehr auszuweichen und es knallt. Deswegen Frontschaden vorne rechts, auch bei Maxi Cento. Der ist rundum versorgt fast, bis auf den Motorenschaden. Beim Sven ist in der Box, TFSI in der Box, Nukel an der Box, Christoph an der Box. Benz an der Box, genau die linke Seite komplett. Klar, durch die Kollision mit Pascal, Benny T80. Auf der 6. Es kann sein, dass das kurz ein Bug war. Eftel war der gar nicht in der Box. Müssen wir gleich nochmal gucken. Also MC Kevin in Führung auf der 1. 4,3 Sekunden vor seinem Teamkollegen, vor MP Midnight Crew auf der 2. Ben auf der 3. Position.
Holz auf der 4, Aufhängungsschaden vorne links bei Holz. Wenn auf Position 5, wird verfolgt von Benny T80. Doch, der war auf jeden Fall in der Box. Das ist nicht der Startsprit. Dreht das um, ist kein Thema. Stimmt's auch. Der Startsprit. Jetzt hier vorbeigelassen vom Sven. Sven also jetzt auf 6, Maxi Jet auf 7. Hier für Sie auf. Ich kann nicht mehr reden, ey. TFSI auf Position 8, Nukel auf 9, direkt dahinter sein Teamkollege der Christoph auf der 10, Pascal auf 11, Benz auf P12. Wir machen 2 Minuten Werbung, Bullshit. Veräppelt habe ich es euch, machen wir natürlich nicht, kennt er doch. Also MC Kevin, der fliegt da vorne weg, als wenn es keinen Morgen gäbe. MP Midnight Crew, sein Teamkollege, schon eine Sekunde mehr. Die Differenz im Abstand. Ich hab den Sound ein bisschen höher gemacht, ja. Ready. Ja, klar geht der Aston gut, aber der Aston war noch nicht an der Box gewesen hier, Digga. Alle anderen haben natürlich im Zuge ihrer etwaigen Schadensreparatur müssen Möglichkeiten, Botox, willkommen zurück. Moinsen, Digi. Haben die natürlich die Schaden, die Schäden reparieren lassen und haben natürlich auch gleich mal hier dezent nachgetankt, massiver dezent nachgetankt. Insofern alles gut. Also ich glaube, dass wir hier die eine oder andere geänderte Taktikvariante sehen werden. ...46 Runden haben wir zu überstehen. Was? Wer hat Geburtstag? Achso. DFSI auf 8. Dahinter Nukel auf der 9. 18-0 gegenüber einer 18-2 von TFSI. Rihanna to Max, thanks for following, good evening, nice to get you here, welcome to my stream. Die Frage verstehe ich jetzt nicht ganz. ID-Fragezeichen? Es ist keine Public Lobby. Rihanna, es ist keine Public Lobby. Es ist die EGTM Weekend Series, dafür musst du eingeschrieben sein und es ist auch ein Wertungslauf der in Teamdurchführung, das heißt Teammeisterschaft. Okay. So, we should try it in English. I mean that I didn't know exactly the question in form of ID. This is not a public lobby. It's a championship from the EGTM Weekend Series. And you couldn't start as a solo driver. You should be able to be part of a team. Participate in this championship. No race. Ich kann kein Spanisch, Digga, Cybercap. Boah, lässt der fliegen, ey. Acht Sekunden ist der da vorne weg. Unglaublich. MP mit einer Crew auf 2. Ben noch auf 3. Ja, wobei noch ist übertrieben, weil, ihr seht, der hat 7,3 Sekunden Vorsprung vor Holz auf der 4. Ja, scheinbar hat es mit dem Englisch nicht ganz so gefruchtet gerade. 18-0 bei Holz. Wir warten mal drauf. Linieüberfahrung ist gleich. Trotz links dem Aufhängungsschaden im Vorbereich kann er hier 17-9 präsentieren. 18-3 war es beim Ben innerhalb der letzten Runde. Benny T80 auf 5. 18-1. Aktuelles Format ist eine 18-3. Maxi Cento dahinter die 18-1. 1,4 Sekunden muss Maxi Cento jetzt schließen. Dichter zusammen immer noch TFSI und Nukel auf Position 7 und 8. 18-0 bei dem Aggregatshersteller.
der Antriebsvariante und 18.1 bei Nukel. Kevin erkältet, Mike Rückenprobleme, P1 und 2 sauber. Aha. Jetzt wird das Thema noch schön geredet hier. Ah, Nukel hat jetzt gerade ein bisschen abreißen lassen müssen. Christoph 2 Sekunden roundabout hinter seinem Teamkollegen auf 9. Pascal auf der 10. Der wird natürlich relativ krawattiert sein, beziehungsweise sehr aggressiv wahrscheinlich hier am Arbeiten sein. Hinter dem Steuer seines Porsche ja sehr. Oh, 10 Sekunden. Okay, das hat er verstanden. Über 10 Sekunden. Der bleibt draußen oder biegt er ab? Wir warten einen Moment ab. Der bleibt noch draußen. Der fährt noch eine Runde. MC Kevin bleibt draußen. MP Midnight Crew tut dem Ganzen gleich auch er noch einmal rechts rum. Linke Hand kommt gleich die Boxenzufahrt. Auch er bleibt draußen. Was macht der Ben? Ben biegt ab. Der muss rein. Der hat zu wenig Sprit an Bord. Holz wird also auch... Der muss auch reinkommen. Macht er auch. Benny T80, der war früher an der Box in Kombination mit Schadensregulierung. Hat also ein bisschen mehr wie viertelsvollen Tank noch an Bord. Wird also draußen bleiben. Ah, okay, Tobi. Ja, wissen wir Bescheid. P3 für Benny T80, Maxi Cento auf der 4. DFSI auf der 5. Jetzt kommen die ganzen Jungs da vorbei gehämmert, die früher den Boxenstopp gemacht haben. Nukel auf 6, Christoph auf 7. Wann geht's weiter für die Kollegen? Pascal somit auf 8. Nein, Pascal auf 10. Da sind sie hier wieder zurück auf der Strecke. Christoph anders strategisch unterwegs gewesen wie Nukel. Auch nicht. Ja, minimal, minimal. Kleine Differenzierung im Tankvolumen, im Nachtankphänomen. Nukel hängt dem Ben im Getriebetunnel. Gehen wir kurz onboard rein. Wenn du das in ACC machst, wärst du abgeflogen. Jede Wette. Heieiei. MC Kevin und MP Midnight Crew in der Box im Vordergrund. Und Benny T80 übernimmt die Führung in die Spitze. Ein bisschen weit rausgekommen. Da war er etwas optimistisch in der Rechtskurve. Der Nukel. Tick zu schnell. Links ins Kiesbett raus. Nein. Benny T80 übernimmt nicht die Führung. Die Führung bleibt bei MC Kevin. Ja, ist vielleicht gar nicht so blöd gewesen von den Kollegen, da relativ früh den ersten Boxenstopp zu machen, beziehungsweise auch durch die Reparaturmaßnahmen da dementsprechend einfach dann kurzerhand umzutaktieren. Ihr seht es jetzt auch zum Beispiel, wo der Ben gerade am Fahren ist. Er war von 11 gestartet ins Rennen. Ja, das ist korrekt. Und P7 ist auch direkt aus seiner Sicht gar nicht mal so verkehrt. Erster Boxenstopp ist abgeschlossen bei ihm und muss sich jetzt hier... Im ersten Moment nicht gleich erwähnen gegen Nukel, aber kann ordentlich Druck ausüben auf den vor ihm fahrenden Kollegen auf den Holz.
ist denn meine Anne? Habe ich die Anne überlesen, oder was? Das lese ich jetzt erst. Stans hat da geschrieben, er hofft, dass Pascal nicht in den Sitz hineinpupst. Wenn er mal mit ihm das Auto teilen sollte. Oh, mean the stream is far, far away, bro. I hope so. Laut Tracker hast du nur 450, Diggi. Ja, was ich halt so ein bisschen schade finde an dem Jingle ist, dass das kurze Gesprochene am Anfang, dass es unheimlich leise ist. Aber alles gut. Oh, Hecktänzler bei Holz. Aber ihr habt es gesehen, Ben war zu weit weg. Im Gegenteil, es ist sogar so, dass hier der Kollege Nukel jetzt deutlich dichter rangefahren ist an den Ben. Und jetzt hier wahrscheinlich der Ben gefühlt den Innenspiegel mehr, den Rückspiegel mehr im Auge behalten muss, wie die Heckpartie von Holz vor ihm fahren. Nein. Links steht, kostet 500 und rechts steht, du hast aber nur 450. Wir haben nicht gesampelt. Benny T80 in der Box. Upsa. Neben meiner Schreibleiste. Das sind die Kanalpunkte, Midnight Freddy. Das sind die Kanalpunkte. Das ist was ganz anderes. Du brauchst Methyl. Du musst eingeben, Ausrufezeichen Points. Da siehst du deine Methylpunkte. Cybercamp, Ausrufezeichen Points. Es gibt zwei, in Anführungszeichen, Punktewährungen. Das eine ist das Methyl, das braucht ihr für die Sounds. Und das andere ist das, sind die Kanalpunkte. Genau. Fragt, wir können drüber sprechen, ist kein Ding. Alles gut. Also, MC Kevin immer noch auf der 1, Maxi Cento 2, MP Midnight Crew auf der 3. Also Maxi Cento hier, der Kollege, der den MP Midnight Crew aufgrund der Boxenstopp-Thematik mal kurz geschlagen hat, ihm die Position 2 abluchsen konnte. TFSI auf der 4, Holz auf der 5, Ben dahinter auf der 6, der hat jetzt wirklich massiv zu kämpfen, den Nukel hinter sich halten zu können. Nukel auf der 7, Christoph auf der 8, Pascal auf 9, Benz auf der 10, Benny T80, back on the track auf Position 11 und der Sven kommt hier aus der Box wieder hinausgehämmert auf Laguna Seca auf Position 12. Musste jetzt gleich einen Eimer vorbeilassen. Den Ford Mustang von Lead Lab eSport Racing eingesetzt. Mhm. Hobbledy, hobbledy, hobbledy. Jetzt Salah. Huperei draußen. War der Autokorso bei dir vor der Tür, oder was? Ab 30 Tage zahle ich dann Miete. Okay. Ja, ja. Ja. Genau. Was hast du? 187.000. Ach du meine Güte.
11,2. Das ist doch schon wieder so ein typisches abendliches Phänomen im Split-A-Bereich, wo wirklich wieder keiner den MC Kevin stoppen kann, oder? Habe ich das Gefühl. Ich weiß gar nicht, ob ich selber... Habe ich selber Randy? 30 Tage schon voll? Nö, habe ich gar nicht. Könnte daran liegen, dass wir noch nicht mal mehr 30 Tage in Summe gestreamt haben. Also in wirklich Stunden umgerechnet. Wochenendbaustelle, Straßenbahn wird neu auf der Bundesstraße, okay. Das klingt nicht toll. Ja gut, das ist normal. Du weißt, warum der hupt, der LKW. Die LKWs fahren mit ihren, Kieslosten. Also mit ihrer Schüttmulde fahren die vor der Fräse her. Und die Fräse fährt hinten auf. Und damit die nicht aufhört, final und der Kontakt zustande kommt, hupt der kurz. Ja. Es dient der Kommunikation, dieses kurze Hupen, dieses Map. Map. Nur wenn du das dann gefühlt, weiß ich nicht, 8 Stunden oder 12 Stunden pro Tag hörst, dann wirst du rammdüsig in der Birne. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Ich weiß gar nicht, was so eine Fräse macht. Ich glaube, die macht irgendwie nur einen Meter oder was. In der Minute. Also es kommt so ein bisschen auf die Breite natürlich auch drauf an. Die haben ja auch nur begrenzte Spurbreiten. Diese Asphaltfräsen, die großen. Wo ist denn der Nukel hin? Hat sich der verabschiedet in die Box? Nein, oder was? Nukel auf der 10. Ja. Bin voll gemacht, den Hobel. Sehr gut. Sven ist schon wieder in der Box. Ah. Schade. Ich glaube, der Sven hat abgestellt. Ja, brauchst du zu rennen, Bubi. Alles gut. Kein Stress. TFSI auf 11. Auch er gerade zum Boxenstopp drin gewesen. Runde 15 von 46 aktuell am Laufen. Nukel auf 10, Benny T80 auf 9. Maxi Cento davor auf der 8. Der hat 3/10 Zeitstrafe on top. Das stimmt, Sub-Zero. Ruhe hier! Ja, engstes Duell aktuell zwischen Maxi Cento und dem Pascal. Ich rechne eigentlich auch fast jetzt mit dem Angriff am Ende der Geraden ins Ayrton Senna rein. Komm, Benny, zieh, mach einen Dreikampf aus der Nummer, bitte. Paul, das ist unglaublich, Digga.
Geh bloß bitte niemals all in. Sven, wunderschönen guten Abend. Grüß dich. Good evening, Natev. Nanetf. So. That's right. Christoph, Innerbox. Holz, Benz. Ebenfalls beim Boxenstopp zu sehen. Wo ist TFSI? Jetzt auch im starten Zielbereich unterwegs. Sollte also hier die eine oder andere Position gut machen können. Christoph im Augenwinkel kommt zurück auf die Strecke. Reicht. Hey, 17 Sekunden, das ist unglaublich. Auch ein MP Midnight Crew hat über 6,5 Sekunden Vorsprung von Ben auf der 3. Jawohl, Benny T80 ist dran an Maxi Cento. Wir haben den Dreikampf rund um Position 4. Oh. Gut gefangen. Ah, den fängt er nicht. Klong hat's gemacht. Frontpartie frei. Ihr seht's. Meine Aufhängungen vorne sind Kernschrott. Frontpartie kannst du jetzt im wahrsten Sinne des Wortes knicken. Achtung jetzt beim Zurückkommen auf die Strecke. Oh, ja, ja, ja. Gut. Nach dem Apex. Kurz aufgemacht. Sehr schön. Christoph hier durchfahren lassen. Keine Gefahr. TFSI wird jetzt auch gleich vorbeikommen, mit Sicherheit. Im Benny T80 durch den Frontschaden ist es jetzt nicht mehr möglich, zu 100% die Kurven so zu fahren, wie er es gewohnt ist. Ja, sehr gut. Hat er gut gemacht. Vor Corkscrew einig gewesen. Perfekt. So wünschen wir uns das. So muss das Ganze aussehen. So, Benny T80 jetzt in der Box. Benz kommt vorbei. Am Porsche-Teamkollegen. Der kommt jetzt hier gleich zum Stehen. Jawohl, bei seiner Crew. Sehr gut. Also, so schnell kann es gehen. Das ist natürlich auch Laguna Seca. Laguna Seca auch eine Strecke, die einem definitiv nicht viel verzeiht. Wenn du hier abfliegst, wird es relativ schnell sehr, sehr hässlich. Mit Schadensfolge. Bin an der Box, genauso wie MP Midnight Crew. Der MC Kevin, das ist Wahnsinn. Der reizt das Thema voll aus, obwohl er es eigentlich gar nicht müsste zwingend. Aber er macht es trotzdem. Finde ich gut, gefällt mir. Jawohl, Stempel werden eingezogen. Weiter geht's. Wenn ihr morgen Bock drauf habt, wir sind glaube ich ab morgen, ab 12 Uhr sind wir live. 4 Stunden Event von... Keck versus Rennwelpen, nicht versus Keck, Koop Rennwelpen. 4 Stunden auf Kialami. MP Midnight gut zurück auf der Strecke auf der 4. Maxi Cento vorbeigekommen. Pascal ist vorbeigekommen auf der 2 jetzt am Fahren. Ben
ebenfalls wieder auf Position 7. Genauso wie nach seinem ersten Boxenstopp. Und jetzt schmeißt er den Hobel hier weg. Grandioser Save von Ben. Dem ist mal sicherheitshalber die Pumpe da. 1000%ig auf 278,7. Kurzfristig mal angesprungen. Trinkst du? Nee, der Ben ist nicht voll. Den Ben habe ich noch nie voll erlebt, ganz ehrlich nicht. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Christoph 8, TFSI auf der 9. 8 Zehntel trennen die beiden. Pascal an der Box. Boah, hat er sich da spät rein. Bremst also von der Linienführung her, der Audi 8 von Midnight Crew pilotiert. Rechter Achs, moin sind wir lieber. Grüße dich. Digi, wie geht's dir? Alles gut soweit? Das ist ein Baum von Kerl. Ich meine ja, Tobi, aus meiner Erfahrung, aus meiner Sicht, also Kenntnis, wie ich den Ben kenne, ich habe ihn persönlich noch nie voll gesehen. Also ich meine so richtig, so komatös und so, weißt du, wie ich meine? Nein, Nukel mit dem Fehler in Corkscrew. Nukel mit dem Fehler, Gripverlust, schmeißt die Karre da quer, muss hier über den Dreck und verliert zwei Positionen final. Ben vorbei, jetzt auf 5, Holz vorbei, er auf 4. Halten auch gehörig eng zwischen Christoph und TFSI. Alles bestens, sehr schön, das liest man gerne. Ja, das macht im ersten Moment Kopfschmerzen, Tobi. Könnte ich mir vorstellen. Komm, lass uns hier ein bisschen bei dem Mustang mitschauen. Bei TFSI, wie er sich anstellt, ob er eventuell irgendwo kleine Pace-Vorteile hat, streckenabschnittstechnisch gesehen, oder ob er hier nur hinterherfahren kann, in Anführungszeichen. Boah, ist der Mazda gerade gut durchgekommen hier, der Tensor. Durch den ersten Sektor. Gerade den Mörderleck gesehen? Oder sah das nur so ein bisschen komisch aus von dem Kollegen von Nukel? Skyrolls, moinsen mein Lieber, wunderschönen guten Abend. Nico Budi, auch dir vielen Dank für den Follow, herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend gewünscht. Boah, wieder einmal extrem knapp zwischen Nukel und zwischen dem Ben. Geil, Midnight Crew, wunderschönen guten Abend, Grüße, jawohl, vollkommen richtig, wir haben Halbzeit, Freunde. Runde 24 von 46 aktuell am Laufen. Skyris, vielen, vielen Dank für die Verlängerung vom gegifteten Sub von der Gabel. Obi, du kannst auch mal einen Blick riskieren bei dich, bitte. Das nur so am Rande. Limits, wunderschönen guten Abend, grüße dich. Ja, deswegen habe ich es nicht geschrieben, Digga. Das heißt schon wieder. Ja, ist egal.
Haben wir jetzt hier etwa den Vierkampf oder was? Wir haben den Vierkampf. Das ist ja cool. Komm, ein Mühe fehlt noch. Christoph muss da noch ein bisschen mehr ran an den Teamkollegen. Die Frage ist, ob er das will. Auch das ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ihr kennt es selber, wenn ihr im Windschatten unterwegs seid. Das da vorne. Holz ist dran an der MP Midnight Crew. Holz diskutiert oder kann diskutieren mit MP Midnight Crew. Der ist einen Ticken langsamer wie der Holz. Zumindest im letzten Umlauf. Und zwar 6 Zehntel war er langsamer. 7 Zehntel nur die Differenz. Muss ich mir wieder die Finger brechen hier. Da hinten der brutale Vierkampf um Position 5 und der Zweikampf um Position 3. Ja, nur dass er den schönen Vorteil noch genießen darf und hat die Spitze des D-Zuges, Sven. Kontrolle und Nerven behalten ist alles. Definitiv in solcher Situation. Nicht ins Boxhorn jagen lassen, Freunde. 1 Sekunde. Christoph und Nuke. P6 und P7. Christoph orientiert sich auch im ersten Moment nach hinten. Er macht das vollkommen richtig, weil ihr seht, wer jetzt da mit von der Partie ist. Benz auf P9. Spielt mit. Alles gut, Sven. Kein Vorwurf. Angriff. Oh, lasst euch Platz, lasst euch Platz. Sehr sauber gefahren von beiden. Von TFSI und von Christoph. Sauber, bärenstark verteidigt von Christoph. Tolles Angriffsmanöver von dem Kollegen TFSI. Und auch hier hat Benz zurückgezogen. Deutlich schlechter mit dem Schwung rausgekommen, der TFSI. Deswegen die Möglichkeit wäre da gewesen, aber mit Sicherheit mit dem Kontakt. Super, Tobi. Ich danke dir vielmals, Digga. Kuss geht raus. Vielen Dank für den Resub. Willkommen zurück im 10. Monat. Bin ich da gerade angeschrieben worden im Hintergrund? Ah, okay. Cool. Ich bekomme von Lisa Hansen gerade die Meldung, die Bestätigung, dass sie wieder fit ist. Wohlauf. Das Thema mit den Handgelenken ist vom Tisch, ist verheilt. Sie kann wieder angreifen. Sehr schön, das freut mich. Einige von euch haben es mitbekommen. Beim 12er auf Bathurst ist Lisa eingeschlagen, oben am Berg. Und durch die Kraft des DDs von der Base her hat sie sich mal im Rig gefühlt um das Lenkrad gewickelt und hatte dann, ich glaube, es waren jetzt mittlerweile 3,5, knapp 4 Wochen, deutlich Probleme gehabt, ist dann aber trotzdem mit zusammengebissenen Zähnen gefahren, allerdings ausgeschaltetem Force Feedback und immer schön geschmiert, gesalbt und bandagiert. Genau, deswegen, sie ist jetzt wieder auf dem Dampfer. Passwort, wunderschönen Abend, grüß dich mal lieber. Kann ja gerade mal nachschauen, haben wir die Jungs und die Mädels jetzt am Sonntag vor der Linse? Ich glaube ja. Amber. Sekunden, unglaublich. So, MP Midnight Crew kann sich erfolgreich hier wehren. Über die Distanz hin in Richtung Holz geblickt, der auf der 4 ist. Ben auf der 5. Noch vor Nuke. Christoph auch. Muss abreißen lassen gegen den Teamkollegen. Situation dahinter mit TFSI und mit Benz ist doch präsenter.
Hier für Sie auf 8, Benz auf 9, Pascal auf der 10, Benjamin hier 80 auf der 11. So, genau, richtig. Jetzt am Sonntag, wie gesagt, werden wir abends wieder die DTM-Boliden auf der Strecke sehen im Bereich von AC, im Rahmen der GSR. Und da wird Lisa auf jeden Fall wieder an den Start gehen. Casino? Was meinst du denn, Cybercap? Was meinst du mit Casino? Casino kenne ich so gar nicht. Ach so, du meinst Roulette? Ah, okay, genau. Ausrufezeichen, Roulette, Leerzeichen und dann eine Zahl. Genau, und die wird gesetzt. Nee, du, ich weiß nicht, was da noch kommt, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass innerhalb von ACC noch die DTM-Boliden implementiert werden. Ich glaube es nicht. Aber mal sehen, was die Zukunft bringt. Marcel, wunderschönen guten Abend, Grüße. Och, Sven. ...18.6 bei TFSI im letzten Umlauf, genauso wie die 18.6 bei Benz. Aber jetzt probiert das. Außenrum müsst ihr gehen, die nächste Ecke geht linksrum bergauf. Der erste Linksturn. Ja komm, Digga, das hast ja nicht du gemacht, das hat ja das System gemacht. Maxi Cento an der Box. MP Midnight Crew übernimmt wieder P2. 18.4. Holz dahinter nach 18.3. Nee, der Ausrufezeichen Giftbefehl Cybercap, den können nur die Supermoderatoren auslösen. Maxi Cento auf P8 nach seinem Boxenstopp, Pascal auf der 7, kam also auch vorbei. Benny T80 auf 9, Tifsi an der TFSI in der Box, Nukel war in der Box. Nukel zurück auf der Strecke als 9., TFSI als 10. In der Reihenfolge, zwar nicht mit dem genauen Abstand, aber in dieser Reihenfolge sind sie auch in die Box reingefahren. Zum voraussichtlich letzten Boxenstopp. Also bei TFSI, das Ding ist fast gerammelte voll. Das sollte passen. Auch bei Nukel sollte sich das Thema normalerweise ausgehen. Oder? Was denkt ihr? Wir haben noch 15 Runden. Ja, könnte knapp werden. Mal gucken. Könnte knapp werden. Macht beim nächsten Mal bitte kurz eine Info an mich raus, dann ziehe ich da gleich den Red Leveling hoch. Weil der Anfang ist eigentlich das Interessante bei dem Sound. Ja, aber du musst einen Moment warten, Cybercap. Der Bot, der ist ein bisschen träge, wenn der zu oft gebraucht wird. Puh, Party in Saufi, Saufi. Genau. Sekunden, ey, das ist unglaublich. Ja.
Ben ist erstmal safe, würde ich behaupten. Der ist 3 Sekunden jetzt weggekommen. Christoph verlässt jetzt die Strecke. Pascal zieht an ihm vorbei. Auch ein Benz ist reingefahren zum Boxenstopp. Maxi Cento geht vorbei. Nee, Roulette gibt's nicht, Digga. Da fehlt noch ein U. Ben auf 4. Ja. Das schwillt die Brust an, Tobi, oder? Naja, geht doch. Roll die 10 verdoppelt. Pascal. Oh, da bin ich jetzt gespannt. MP mit einer Grüner Box, Holz in der Box. MC Kevin, der wird noch 2 Ründchen gefühlt draußen bleiben. Pascal. Ben kommt reingefahren. Was macht der Pascal? Kommt der Pascal? Auch Pascal auch in der Box. Hier, Pascal kommt auch zum Stehen gleich bei seiner Crew. Maxi Cento durch. Der ist auf 2 jetzt unterwegs. Elftel. Warte mal, wann geht's raus? Weiter für MP mit einer Crew. Dauert noch einen Moment. Jetzt Tankvorgang abgeschlossen. Jawohl, jetzt darf er raus. Wo ist Maxi Cento? Maxi Cento auf 2. Wo ist MP mit einer Crew? Hier auf der 3. Das finde ich so ein bisschen blöd gemacht, weil du siehst die Autos, wenn du mit der Kamera auf einem Auto bist, speziell hier auf Laguna Seca, was außenrum vorbeifährt, an der Boxenausfahrt oder an der Boxenausfahrtsgasse als solches, dann siehst du das Fahrzeug nicht, was dort ist. Bisschen schade. Aber gut, will mich nicht beschweren. An sich eine coole Grafik, definitiv. Macht Spaß. Und cooles Gimmick auf jeden Fall. MC Kevin. Der hat die komplette Front brei. MC Kevin hat die komplette Front zu brei gescheppert. Muss also der Abflug. Ich fürchte fast, dass es die Corkscrew gewesen ist, die ihm dazu ein Verhängnis geworden sein könnte. Ich weiß nicht, ob ich das Replay reinbekomme. Ich glaube, nee, da war es schon. Schade. Habe ich nicht mitbekommen auf der Minimap. Maxi Cento, also jetzt Eftel, der neue Führende. Wann geht's weiter für MC Kevin? Er war doch gerade schon am Stehen. Erzähl mir doch nichts. Also irgendwas ist heute Abend wieder leicht buggy. Da ist er auf 2. MC Kevin auf 2, direkt im Heckbereich von Maxi Cento, kommt er zurück auf die Strecke. Jetzt wird's lustig, jetzt wird's doll. Reicht der Sprit für 11 Runden? Bisschen mehr wie halb voll? Mhm.
Sieht für mich gerade ein bisschen aus, als wenn der MC Kevin sich ein bisschen ziehen lässt von Maxi Cento. Hier mit einer Crew auf der 3. Hat direkt im Nacken den Holz vom Impro Motorsport Team im Porsche hinter sich. Boogie, wunderschönen Abend, Grüße. Danke an das Team MC, ich glaube, sie wissen warum. Okay, ich verstehe das jetzt gerade nicht, Boogie, aber ist nicht schlimm, oder? Alles gut, Limit, mach das. Gute Nacht gewünscht, danke dir fürs Einschalten, Digga, für deinen Support. Komm gut zum Liegen, ebenfalls noch den schönen Abend gewünscht. Bin auf 5, hat den Pascal im Nacken. So, kann das mal bitte jemand kurz von euch übersetzen für mich? Nukel möchte sich dazu gesellen. Zu den beiden, die da um P5 aktuell diskutieren. Ich finde diese Kamera teilweise so dicht, Mensch, das ist... Wechseln wir mal, gucken wir mal. Nukel ist dran. Nukel ist dran. Er meint sehr gut, ich bin stolz auf dich. Danke, Equi. Das war an... Grüße dich, moin. Das war von Nanette an Maxi Cento gerichtet. Das Mummel, moinsen. Ach ja, super, wir haben schon, danke dir. Auch das nochmal die Übersetzung gewesen von der Aussage von Anet. Perfekt. Ah, okay, Max, danke, das wusste ich auch nicht. Das wusste ich auch nicht. Also, das ist die Mutter von Maxi Cento. Ah ja. Super genial. Ich hatte, glaube ich, gestern oder vorgestern habe ich das auch, habe ich das auch gehabt. Und zwar habe ich lange, lange Zeit in der letzten 2, 3 Wertungsläufe Dennis Brese gesagt. Sondern habe ich gestern erfahren, es ist kein Dennis, sondern das ist eine Denise. Also auch immer wieder genial zu sehen, wie viel Weiblichkeit hier mittlerweile dem ganzen Thema den Anteil schenkt. Wahnsinn. Der muss noch 7 Runden durchhalten. Reifen sind ein Tick schlechter wie die von MC Kevin, von Maxi Cento aus seiner Sicht gesehen. Aber wisst ihr auch, Maxi Cento ist auch kein Nasenbohrer, definitiv nicht. Der weiß auch, wie man hier racen kann und sollte, speziell in solch einer Situation. MP mit einer Crew immer noch im Defending-Modus zu Holz dahinter. Was macht der Ben? Boah. Stoßstangenformat mit Pascal und mit Nukel. Habt ihr gesehen, bergauf und Nukel hat ganz leicht die Bremse mal kurz angetippt, um das Auto zu stabilisieren. Weil der wahrscheinlich so dermaßen hinten dran war, dass das System der Meinung war, es ist besser mal kurz den Ghost-Modus zu aktivieren, nicht dass es da zum Knall kommen könnte, sollte, müsste. In ACC nennt sich das Ganze Netcode.
Was ist mit Holz passiert? Holz ist auf der 7. Freunde, Holz ist auf der 7. Der war auf der 4. Der muss die Karre verloren haben. MP Midnight Crew kann wieder ganz locker unbeschwert seiner Pace folgen. Und jetzt bekommt Ben gleich den nächsten in den Nacken. Jede Wette. Ja, jetzt schießen sie da komplett auf. Ran an den Ben. Der Benz, Holz, 8 und 7. Und jetzt verliert Holz die Karre. Holz verliert den Porsche. Ganz leicht auf der linken Seite auf die Kies-Seite gekommen. Schauen wir uns nochmal kurz an. Hier, Achtung, jetzt. Nicht links, auf der rechten Seite. Damit fing es an und dann ging ihm auf der linken Seite final die Strecke aus. Und es kam hier zum absoluten, ich schmeiß mal kurz den Hobel quer. Zum Glück war die Bande weit entfernt. Aber ihr seht es, P9, TFSI, also der Kollege, der dann mal mit einem Lachen und einem weinenden Auge vorbeikommt am Holz. Weil sowas wünschst du keinem Kollegen. Auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwo schon erfreulich, wenn du siehst, dass der Kollege vor dir, der Kontrahent, den Stuhl wegwirft. Ja, ein bisschen weiter weg ist Ben jetzt gerade gekommen, weil ein Nukel vorbeikam an Pascal. Und das, obwohl Pascal die besseren Reifen hat. Zumindest tendenziell. Ja, aber die hat unser Baum von Kerl, das hat er. Das kriegt der schon hin, der Ben. Was? Hast du den umbenannt oder was? Der Ben hat Nerven aus Prosecco, ja genau. Ey, schaut's euch an. Schaut's euch einfach an, das ist Wahnsinn. 4 Runden noch, Freunde. Und Maxi Cento fährt das Rennen hier seines Lebens. Habe ich das Gefühl? In den Seite geblockt. Beide quer rausgekommen. Beide quer rausgekommen aus diesem 90 Grad Linksturn auf Startziel hinaus und keiner von beiden den direkten Vorteil gehabt. Ja, schön abgeblockt. Linie zugemacht. Genau. Die Driften Trinkron. Sauber. Ich bin gerade voll am Mitsabbern und Mitfiebern, das glaubt ihr gar nicht. Tolles, tolles Racing, Freunde. Was wir hier sehen. Und vielleicht schafft es auch der TFSI noch hier. Ja, vorne rechts der Reifen. Da sind die anderen Jungs ein bisschen besser aufgestellt. Pascal jetzt auf 7. Was ist dem denn passiert? Hier war er noch auf P6. Oh, nicht, dass der jetzt gleich rausrutscht. Das verstehe ich nicht. Die ganze Zeit ist da Grip auf dem Körb. Jason, moin, grüß dich mal lieber. Und im einen Moment verliert er da die Karre und muss auf der linken Seite raus. So, jetzt hat auf jeden Fall auch
der TFSI hier nochmal direkt was zum Fighten. Nämlich den Pascal. Sauber den Blockpass gesetzt. Gut gemacht von Pascal. 18-1 bei Maxi Cento, 18-1 bei MC Kevin. Quer den Berg hoch im ersten Linksturn. Sorry, im zweiten. Das ist schon die Corkscrew. Aufpassen, Nukel halt durch. Das macht er auf jeden Fall. Komm, Benz bleibt dran. Pascal ist wieder weg von TFSI. Adrian, wunderschönen guten Abend, grüß dich. Ach, ich sehe es gerade. Ja, Gratulation auch von mir, Adrian. Alles Gute zum 30. Exactly. 2 laps left. Till the finish line. 2 Runden muss er noch durchhalten. Also das Ende dieser Runde und eine weitere. Dann hat es Maxi Cento geschafft, sich erfolgreich gegen MC Kevin zu erwehren. Nein! Eine halbe Sekunde Time Penalty. Halbe Sekunde Zeitstrafe über dem Dach. Das würde ihm, das könnte ihm das Genick brechen. Ich hoffe, dass er jetzt nicht aus dem Tunnel rauskommt. Eine Zehntel abgebaut, 2 Zehntel noch. Letzte Runde, ihr seht's. Halbe Sekunde, Ben auf 4. MP mit einer Crew, der ist safe. Das macht einen Haken dran. Der wird da P3 nach Hause fahren, definitiv. Benz auf 5, Nukel auf der 6, ganz dicht zusammen. Die Kollegen Pascal auf der 7. Leichter Weitgänger zu sehen von Nukel. TFSI auf der 8, Holz auf 9, Christoph 10, Benny T80 auf 11 und Sven steht an der Box. Der hat abgestellt und wieder diese 2 Zehntel am Wackeln. Definitiv. Ich rutsche auch die ganze Zeit schon auf dem Stuhl hin und her. Ah, hat der Schwein, ey. Das hätte auch gerade in der Kompression ein bisschen anders ausgehen können. Hat der Glück, Mensch. Ja, Maxi Cento muss jetzt nur probieren, im Rahmen von 2 Zehntel einfach dran zu bleiben. Der muss jetzt einen sauberen Exit erwischen. Es geht die letzte Kurve links rum. Nicht durchs Ghosting fahren, nicht durchs Ghosting fahren, das geht nicht. Leute, 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 in der letzten Kurve, MC Kevin holt sich den Sieg, Maxi Cento wird Zweiter. Eieieiei, Gratulation dazu, MP Midnight Crew wird Dritter. Ben schafft es, P4 zu safen. Gratulation dazu. Benz wird 5. Nukel 6. TFSI 7. Pascal 8. Scheibenreißer, der konnte also auch hier TFSI nicht hinter sich halten. Holz hat es dann auch gleich geschafft, bremst die letzte 90 Grad links an. Jawohl, ist auf Startziel draußen und wird das Thema als 9. beenden. Ja, allerdings greift das System immer mal wieder ganz gerne ein, wenn du Gefahr läufst, dass die Kollision absehbar ist. 10 für Christoph, Benny T80, P11. Und Sven von MBR auf P12. Das ist immer so ein bisschen kritisch. Vor allen Dingen dann, wenn du eine Strafe hast und top, dann wird es auf jeden Fall doppelt gemoppelt. Also dann passiert es doppelt so schnell, dass das System eingreift und dich in Ghost versetzt. Congratulations to Maxi Cento. Great performance. At this evening. Ja. 180.000stel nach 45 Runden ist schon heftig, das stimmt, Mac.
Ach, da wollte ich doch gar nicht hin. Rennergebnis, das wollte ich euch zeigen. Hier, also ihr seht's. MC Kevin in der letzten Kurve hat es ja geschafft, da an Maxi Cento vorbeizuziehen. Maxi Cento zweiter, MP Midnight Crew auf 3, Ben auf der 4, Benz auf der 5, Nukel auf 6, TFSI auf 7, Pascal 8er, Holz auf 9, Christoph auf der 10, Benity 80 auf 11 und der Sven auf Position 12. Ja, Freunde, das war's auch schon wieder gewesen. Wie gesagt, wir haben morgen wieder schön straffes Programm. Wenn ihr Bock drauf habt und habt die Zeit, wir sind ab circa 12 Uhr wieder live im Bereich von Assetto Corsa Competizione. Das Doppel-Event sponsert bzw. powered by Rennwelten. Co-op von CAC Sim Racing. 12 geht's los, roundabout, genau. 4 Stunden Kialami stehen ins Haus um roundabout 7:15, spätestens 7:30 sind wir live im nächsten VCL-Lauf auf Barcelona, doppeltes Sprintformat. Und ja, dann ist der Tag morgen auch schon wieder geschafft. Morgen wird ein Kollege für mich übernehmen, den Split D. Morgen wird Shadow Storm das Ganze übertragen für euch, für die EGTM. Und wir sind auf jeden Fall dann am kommenden Wochenende wieder für euch am Start in den Finalläufen im Split C und im Finale des Split B, bin ich der Meinung. Genau, richtig, Split B, richtig. Also, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, morgen gerne einschalten. Ansonsten wünsche ich eine gute Nacht. Kommt gut zum Liegen. Wir hören uns. Vielen Dank für den heutigen Abend, für euren Support. Follow für die ganzen Resubs. Bleibt so, wie ihr seid. Und bis morgen. Macht's gut. Danke. Tschüss.